Mordors Streitmacht ist stark. Ja! Krass, sie geil. Könnte noch stärker sein. Ich kann jetzt endlich mit Mordor kämpfen. Naharad, ein heißes und exotisches Land. Das Reich der Haradrim. Treuer Gefolgsleute Saurons. Ja, darauf habe ich mich schon gefreut. Im Grunde kämpfe ich mit Mordor lieber als mit Sarum, also mit Isengard. Habe ich so eine große Armee? Das wäre ja geil. Das wäre so geil. Weil gerade habe ich nur einen schwarzen Bildschirm. Ach. Würde sagen. So. Ach, jetzt habe ich wirklich Bogenschützen. Killt die da. So, dann können wir mit da noch ein bisschen Kohle einsackeln. Dackeln. Dacken. 750 sogar. So. Ihr seid jetzt alles mal die 1. Brauche ich nicht ewig irgendwo in Not herklicken. Holzfäller. Was auch sonst. Und ich muss jetzt... Was? Wasser? Ich muss jetzt hauptsächlich hier die Haradrim, glaube ich, finden. Aber guck trotzdem mal, ja. Ich soll die entweder bestechen oder... mit Gewalt gefügig machen. Ich würde sagen, dann töte ich erstmal möglichst viele Bauern, weil umso mehr Geld ich habe, umso mehr kann ich bestechen. Das heißt, umso weniger muss ich dann töten. Umso weniger ich töten muss, umso mehr Truppen habe ich. Ha. Aber wo sind die denn, die ganzen Hyrer drin? Wo sind die denn? Wo sind die denn? Da ist noch... Ist auch noch Gold, oder? Kannst du das auch ansammeln? Jo. Und weiterarbeiten. Ach, ein Hund. Wie süß. Wie knuffig ein Hund. Knuffiger Hund. Sind das überhaupt Bauern? Nee, sind einfach irgendwelche Leute, die mich nicht angreifen. Ach komm. Sterbt, sterbt, sterbet. Haut doch nicht ab. Muss ich hinterherlaufen. Das kostet nur Zeit. Wer ist wo? Hitze? Ist das hier so warm? Schatten? Hier sind irgendwo Bäume zum Schatten. Plättchen suchen. Sonst würde ich euch gerne mal eine Polster gönnen. Aber hier gibt's auch... Doch, jetzt können wir endlich hier... Ha. Dann können wir euch ein bisschen Schatten gönnen, dann, wenn der Zauber fertig ist. Und die Rohstoffe einsammeln, dann können wir nämlich hier Haradrim bestechen. Greifen uns an? Ach. Die hier Haradrim. Wie kann ich die jetzt bestechen? Ich will ihn nur bestechen, ich will ihn nicht töten. Mann, ich will euch nicht töten. Ich will euch nicht töten. Nein. Ich will euch nur bestechen. Seid ihr denn bekloppt? Seid ihr denn doof oder so? Mal sehe schon meine Truppenstärke ganz schön ist jetzt schon ganz schön geschrumpft. Ärgerlich. Bäume? Kick. Achtung, Bogenschützen! Wir haben den Feind gefunden! Vorwärts! Drängt sie zurück! Macht euch bereit! Wir greifen uns an! Spannt eure Bögen! Ah, ich glaube, die Option friedlich gibt's gar nicht. Wir unser Feuer, Jungs. Da ist doch einer.
So, wenn die mal leveln würden, dann könnten die sich mal wieder hoch heilen. Wir müssen ein Geschenk in eines der Lager bringen lassen, um uns ihre Treue zu erkaufen. Was für ein Geschenk? Ach, Tributkarren. Ha. Fährt er jetzt alleine? Bogenschützen, lasst uns ein Geschenk in eins der Lager bringen, um uns ihre Treue zu erkaufen. So, schicken Sie die Tributkarren zu dem Lager, bla. Lass sie durch. Dann fahr mal. Hier unten hin. Zack, zack, zack. Ha! Krass! Nice! Haha! Ja, wir schwören Sauron die Treue! Nice! Sauron wird über diese Armee sehr erfreut! Ja! Wäre auch meine Gebäude? So, dann ich gehe mal so ein Upgrade. Geil. Kann ich hier noch einen? Nö. Gut, dann baue ich erstmal hier und hier. Und schade. Nehme ich erstmal alle mit. Nach hier unten. Ich würde sagen, dann ziehe ich dieses Level mal künstlich in die Länge, um möglichst viele Truppen zu kriegen. So. Ach, hier oben. Waffen! Da sind sie. Ach, die kriege ich gleich direkt dazu. Was ist denn jetzt mein letztes Ziel noch? Ja. Ach, waren das noch nicht alle? Oh, was hier in Gold rumliegt. Meins. Ach, jetzt kriege ich nur so ein Lager. Genau. Killt die da unten. Nö, noch nicht. Erstmal nehme ich. Kann ich hier alles bauen. Trollkäfig, Belagerungswerke, Hieradrim-Palast, Orkgrube. Trolle. Wären geil. Aber ich will Rohstoffe noch ganz viele haben. Rohstoffe, 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 Türme, Türme, Rohstoffe. Ich muss mein Lied über Rohstoffe und Türme dichten. Warum ist der Feind, Mensch? Auch lustig, dass die alle so dieselben Sprüche haben, also die Hieradrim und die Orks. Gott, das war schon. Kein Geld mehr. Ach, da ist auch noch ein Jetzt bitte Gold einsammeln. Bäume fällen. Rohstoffe. Kann ich die nicht irgendwie auch mit irgendwelchen Truppen zusammenpacken? Ging das nicht? Feuer? So, zwei Trolle hätte ich gern. Türme. Belagerungswerke. Nicht, dass ich gleich wieder Belagerungswaffen brauche. Und ich keine bauen kann. Das wäre nämlich ein bisschen doof wieder. Langsam kenne ich das doch. Meine Fehler. So, dann lauft mal. Was ist denn hier unten noch? Ach, noch so ein Ding. Kann ich denn... Was kostet der denn? Ein bisschen mehr. Der hat anscheinend das Gold noch nicht gereicht. Hier ist auch noch einer. Das heißt, ich brauche noch zwei solche Karren. Da.
Das heißt, ich brauche auf jeden Fall viel Zeit noch um. Ne? Sind die gelevelt? Nice. Hier ist auch noch Gold, komm. Ihr Lahmschnecken, ja, ja, ja. Dann sollt ihr mal wirklich ein bisschen schneller laufen. Ah, hier gibt's Olifanten. Ja, klar, Olifanten. Hier oben. Ach, hier oben will ich hin. Da sind auch noch Bauern. Holzfäller. Und nach hier weiter. Geht jetzt, geht jetzt. Aber nicht shoppen gehen. Shoppen gehen wäre natürlich ein bisschen ärgerlich. Was steht hier so? Wie Falschgeld rum. Ich hätte vielleicht nicht so viele Trolle bauen sollen. Dann hätte ich vielleicht mehr Geld für andere Sachen. Such dir mal einen Baumstamm. Such. Such. Hol das Stückchen. Ja, los. Hol das Stückchen. Hol das Stückchen, ja. Hol das Stückchen, sage ich doch. Nur will der jetzt kein... Ja. Klar, da steht ein kleiner Ast und das ist auf einmal so ein Riesenbaum. Hey, hier sind noch über Leute. Kommt, schnell. Beeilung. Werft doch mal ein paar Speere hier. Bringt Geld. Kriegt ihr auch Geld dafür, ja. Händler? Ach, da haben wir auch so viel Geld dabei, weil es Händler sind. Ah. Männer Harad. Ich denke, ihr seid jetzt Männer Mordors. Wenn ich euch besteche. So, haben wir 10.000. Dann können wir hier nochmal. Bub. Rennt automatisch los. Hier hin. Mit Begleitschutz diesmal. Nicht so viel vorhin, dass ich dann da den beinahe verliere. Alter, der ist teuer, habe ich gerade gemerkt. Ja. Krass. Ja, eine Audienz. Ach schade, ich habe jetzt gerade mal 700 noch was Truppen. Ach, da sind schon welche oben drauf. Nice. Komm. Wo ist der Feind? Wer ist denn jetzt noch unser Feind, außer diesem einen Lager, wo ich gleich auch einmarschieren werde? Ach, hier. Ist er. Wo sind Bäume? Wo kann ich shoppen gehen? Geil. Geil. Was für viele Leute. Hier sind noch welche. Sind hier irgendwo noch welche? Hier sind noch welche. Ich würde ja eigentlich alle gerne leveln. Komm, Finsternis. Zack. Hier oben. Ach, da ist noch Gold. Ich muss die sich mal wieder drehen. Das bringt mich gerade komplett durcheinander. So, wo steht ihnen darum, wie Falschgeld? Dann geht doch da rein, genau. Da kriege ich Rohstoffe. Hier ist alles meins. Hier ist noch ein Lager. Habe ich das übersehen? Wie voll doof bin ich denn jetzt? Habe ich 10.000, Dio. Und noch ein. Läuft er alleine? Hier hin, jo. Mi. Ah ne, falsches Spiel, falsches. So, ich hätte gerne eine Audienz. Diese Bestien werden unsere Feinde zerschmettern. Nimm das Lager ein. Sie bringen uns doch. Schwörst du, deinen König zu verlassen und Sauron treu zu dienen? Genau, dien uns. Haha. Der wollte gerade angreifen, die Sau. Ha, jetzt habe ich natürlich da weggemacht. Jetzt habe ich hier so epischer schwarzer Bildschirm. Einmal mehr triumphieren Saurons Krieger. Das war jetzt ja viel gekämpft, muss ich sagen. Viele kleine Bauern abgeschlachtet.
Ja, für mich. Ich muss mich jetzt ein bisschen daran gewöhnen, dass ich jetzt für Sauron kämpfe, nicht für Saruman. Jo, 49.000 Punkte und fürs Kämpfen, die, was wir ja nicht getan haben. Oh, so nett. Und irgendwelche Einheiten sind ein Level aufgestiegen. Nice. 50.859 Punkte. Sind relativ viele, würde ich sagen. Man hat erobert. Wo geht's jetzt hin? Bald wird die Woge auch Gondor verschlingen. Der Weg nach Mordor muss gesichert werden. 10 Olifanten, 30 Orks, 2 Trolle und 290 Bissemenschen. Geil. Da klicke ich jetzt mal auf Speichern. Speichern. Jep, überschreiben. Ja, gut. Und ich sage damit erstmal, geil, dass wir jetzt so eine Riesenarmee haben. Kann ich mit denen oben eigentlich noch kämpfen? Nö, schade. Auf jeden Fall, so viel jetzt erstmal zu dieser Schlacht hier. Zu dieser Aufnahme. Jetzt mache ich erstmal nicht weiter, sondern erstmal eine Aufnahmepause. Also bis zur nächsten Aufnahme oder in der nächsten Folge. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufnehme. Muah. Also, bis dann.